something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Willkommen auf unserem Motocross-Track hier, der erste Track von Berlin. Monster Energy hat ja diese Veranstaltung hier ganz stark gesponsert, unheimlich viel Geld in das Preisgeld geliefert. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden, in die Top 10 zu kommen, weil doch einige sehr gute Fahrer heute hier angereist sind. Aber ich probiere es natürlich, ich werde alles geben. Ich will natürlich ein bisschen Geld haben. Ich melde mich hier direkt von der Rennstrecke. Unser Lokalmatador Benny Hattendorf ist nun leider ausgefallen. Benny, du warst vom Start weg richtig gut dabei, wenn man bedenkt, dass du hier gegen internationales Fahrerplenum fährst. Woran hat's gelegen? Ich habe einen kleinen Schutz gehabt und dann blieb mir die Luft weg und dann war die Luft raus. Ich heiße euch herzlich willkommen hier von unserem Motocross-Track von Berlin, MCC Schenkenhorst. Hier ein paar Zuschauer, wie findet ihr's? Schön! Wart ihr schon mal bei Motocross oder fährst du vielleicht sogar selbst? Ich bin mal gefahren, aber wir waren zur Motocross-WM in Teutschenthal gewesen. Ist ungefähr genauso geil. Genau das ist das, was wir hier heute hören wollen. Vielen Dank. Das ist unser internationales Fahrerfeld für heute. Vielen Dank. Bist du zum ersten Mal hier? Nein, zum zweiten Mal. Und wie findest du es hier? Cool. Wir werden ja jetzt hier gleich die 65er-Klasse sehen. Das sind Jungs in deinem Alter. Würdest du eigentlich auch gern mal fahren? Ja, an dich schon. Sieht aber schon ziemlich gefährlich aus, oder? Meinst du, du hättest da vielleicht Angst? Naja, schon ein bisschen. Alles klar. Darf ich noch fragen, wie alt du bist? 7. Wunderbar. Ich danke dir recht herzlich für dieses Interview. Weißt du, dass der MCC Schenkenhorst auch eine MX-School anbietet? Und würdest du es vielleicht auch selbst mal probieren, auf so einem Bike zu fahren, wenn du die Gelegenheit hättest? Ja, schon. Würde ich machen. Alles klar, dann vielleicht noch ein kurzes letztes Wort. Würdest du wiederkommen zu dieser Veranstaltung? Yo! Out more harder than a diamond. And if you didn't know who's rhyming,
I guess I'm gonna say Craig Mack with perfect time. You won't be around next year. My rap's too severe, kicking mad flavor in your head. Here comes a brand new flavor in your head. Time for new flavor in your head. I'm kicking new flavor. Ich find's auch immer wieder schön, dass wir auf unserem Motocross-Track Typen haben, die einfach nur Style haben. Warum hast du so viel Style? Style hat man oder nicht? So, ich stehe hier jetzt neben Angus Heidecke, der Sieger aus dem ersten Lauf und der, der sich damit schon die ersten 600 Euro unseres Cash Race hier heute gesichert hat. Angus, was sagst du zu unserer ersten großen Veranstaltung vom MCC Schenkenhorst? Ja, ich war ja seit der 65er nicht mehr hier und hat sich ziemlich verändert alles hier. Zum Positiven natürlich. Tja, was soll ich dazu sagen? Nee, ich find's gut hier. Mit dem Streckenzustand bist du zufrieden und scheinst auch ganz gut klarzukommen, oder? Ja, Streckenzustand könnte noch ein bisschen kaputter sein, aber ja, ziemlich schnell die Strecke, aber macht Spaß. Alles klar. Was meinst du im zweiten Lauf? Wieder den ersten Platz? Ja, ist angestrebt. Alles klar, vielen Dank.